Hallo ihr Lieben, bevor es heute zu meinem neuen Video geht, möchte ich euch erstmal ein mir zugesendetes Rentier präsentieren. Vielen Dank für diese tolle, kreative Einsendung. Ich freue mich jedes Mal, wenn hier was bei mir ankommt. Wenn auch du Lust hast, mit mir ein Rentier zu basteln, dann geh doch einfach mal auf mein Video Rentier. Da zeige ich dir in einfachen Schritten, wie auch du dein Rentier basteln kannst, was auch dann du mir zuschicken kannst. Oder wenn du noch mehr Lust hast, mit mir zu basteln, geh einfach mal auf meine verschiedenen Playlists und such dir was Schönes aus und schick's mir doch vorbei. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit meinem nächsten Video. Bis dann! Hallo liebe Bastelfreunde, schön, dass ihr wieder da seid und mit mir gemeinsam was Neues zu basteln. Für die heutige Bastelaktion benötigt ihr eine Chipsdose. Ihr braucht von den Chipsdosen 3 Deckel, brauchen wir. Ihr braucht elektrische Teelichter, 3 Stück davon. Ihr braucht eine Bastelschere. Ihr braucht Tesafilm. Ihr braucht einen Kleber. Ihr braucht verschiedene bunte Filzer. Ihr braucht eine kleine spitze Schere. Ihr braucht einen kleinen dünnen Stift. Ihr braucht ein Lineal. Ihr braucht Butterbrotpapier. Das ist so ein bisschen durchsichtig. Und ihr braucht auch noch 2-mal weißes Papier. Ja, aber bevor es überhaupt losgeht, möchte ich euch erstmal zeigen, was ich euch heute mitgebracht habe. Ich habe euch heute einen beleuchteten Turm mitgebracht. Dieser Turm ist auf 3 Etagen beleuchtet. Auf jeder Etage ist ein elektrisches Teelicht. Und ganz oben leuchtet es auch. Ja, na dann wollen wir doch einfach mal loslegen. Als erstes nehmen wir uns unsere Chipsdose und müssen sie mit weißem Papier umkleben. Wir legen unsere Chipsdose auf das weiße Papier, halten unser weißes Papier fest, nehmen uns unser Tesafilm und kleben erstmal das weiße Papier fest, damit es erstmal an der Dose hält. So, einfach festmachen. So, dann drehen wir unsere Dose zurück und müssen jetzt alles voll Kleber machen und unser weißes Papier rundherum festkleben. Also unseren Kleber nehmen und richtig, richtig viel Kleber rundherum machen. Immer so Stück für Stück kann man das machen, damit man das schön rankleben kann. Dann ein bisschen drehen, festmachen und wieder neuen Kleber nehmen und schön weiterarbeiten. So, wieder schön rundherum drehen, festdrücken, wieder Kleber nehmen und weiter geht es. So. So, wieder schön drehen, festdrücken, so, und weiterarbeiten. So. Dann das letzte Stück auch noch. So, weiter drehen. So, sind wir schon fast fertig. Dann kleben wir es hier auch nochmal fest. So. So, ein bisschen Papier ist zu viel. Das knicken wir einfach wieder zurück. So ungefähr. So. Und das schneiden wir einfach ab. So, einfach an dem geknickten abschneiden. So. So, und dann einfach wieder randrücken. Kleber nehmen und schön randrücken. So. Dann haben wir hier oben noch ein bisschen, was wir mit weißem Papier bekleben müssen. Dafür nehmen wir wieder unser weißes Papier und müssen uns jetzt so ein Stück abmessen. So ungefähr. Das knicken wir uns so um. So ungefähr. Knicken es auf
und schneiden es wieder auf. So. Abgeschnitten. Und dann müssen wir einfach hier nochmal rundherum kleben. Dafür nehmen wir uns einfach wieder Tesafilm zur Hilfe und kleben es einfach fest. So, einfach nehmen und festkleben. So, dann drehen wir alles wieder zurück und machen hier wieder überall schön Kleber rauf und bekleben unser letztes Stück auch noch mit weißem Papier. So, schön andrücken, wieder Kleber nehmen und schön randrücken. So, schön dran ist. So, schön weiterarbeiten. So. So, und dann haben wir wieder hier so ein kleines Stück über. Das knicken wir wieder zurück und schneiden es wieder ab. Und den letzten Rest kleben wir einfach noch fest. So, dann ist unsere Dose erstmal mit weißem Papier schön umkleben. So, dann brauchen wir unser Lineal und müssen jetzt immer, weil wir ja 3 Etagen haben, müssen die uns jetzt abmessen. Und diese Etage hat immer 8 cm und diese auch 8 cm. Das heißt, wir nehmen unser Lineal, setzen es an, 8 cm, nehmen uns einen Stift und markieren uns auf der Dose die 8 cm. Das machen wir jetzt, drehen wir weiter rundherum und machen wieder und markieren uns wieder 8 cm. Und so machen wir das rundherum, so dass wir uns das alles einmal rundherum markiert haben. So. Und dann nochmal 8 cm und nochmal 8 cm. So. Wenn wir einmal so drumherum sind, haben wir jetzt überall so eine Punkte. Diese Punkte verbinden wir einfach. Von Punkt zu Punkt gehen wir jetzt einfach mit unserem Stift lang und verbinden diese Punkte miteinander. Immer schön drehen und langsam von Punkt zu Punkt gehen. So, und dann sind wir einmal drumherum. Dann nehmen wir wieder unser Lineal und setzen es jetzt an diese Linie an, die wir uns gerade gemalt haben. Messen uns wieder 8 cm und machen hier oben auch wieder uns einen Punkt. 8 cm und machen genau das, was wir eben auch gemacht haben. Immer 8 cm. So, immer schön drumherum. 8 cm. So, nochmal 8 cm. Und weiter geht's. 8 cm. Noch einmal rundherum. So, dann haben wir wieder so eine Punkte ringsherum und die müssen wir wieder wie eben verbinden. Wir setzen wieder an einen Punkt und drehen langsam die Dose immer ein bisschen mit. Von Punkt zu Punkt drehen wir uns das einfach. So, immer schön verbinden. So, dann kommen wir einmal schön rundherum. So. Jetzt haben wir das so schön schon mal unterteilt. Gut. So, dann müssen wir jetzt, bevor wir weitermachen, uns noch eine Menge aufzeichnen. Und zwar hat unser Turm so eine Türen, dass die Teelichter rein können. Jetzt fangen wir erstmal an, uns so eine Tür zu malen, die so ein bisschen halb rund ist. Ja, damit fangen wir als allererstes an. Das heißt, wir suchen uns einfach, nehmen wieder unseren Stift und suchen uns einfach einen Anfang. Ja? So, wir arbeiten jetzt, fangen hier unten einfach an und machen uns einfach hier so einen Punkt. Und dann machen wir uns nur noch einen Punkt. Dann haben wir so uns 2 Punkte gesetzt. Und diese Punkte verbinden wir wieder mit so einem Halbbogen, dass es wie eine Tür wird. Einfach nehmen und einfach hochgehen und einfach so zack herum, so dass es wie eine Tür wird. Ja,
dass dann so die Breite von unserem Teelicht hier reinpasst. So. Und das gleiche machen wir jetzt hier oben, muss auch noch eine Tür hin. Machen wir wieder, setzen wir hier wieder einen Punkt an und da einen Punkt wieder ab und machen das gleiche nochmal, indem wir wieder so einen Bogen machen und damit unsere zweite Tür haben, damit dann auch hier unser Teelicht reinpasst. So, jetzt haben wir schon mal die Türen von unserem Turm fertig. So, dann arbeiten wir an den Dreiecken weiter. Und zwar laufen jetzt hier immer Dreiecke lang. Immer versetzt. Einmal mit der Spitze nach oben und einmal mit der Spitze nach unten. Das machen wir jetzt als nächstes. Wir legen unsere Dose hin und müssen uns jetzt Dreiecke so mittig rauf machen. Das heißt, wir müssen uns Punkte setzen, dass wir uns Dreiecke malen können. Ich male jetzt erstmal eins vor, um es einfach mal zu zeigen. So, mit einem Dreieck fängt man einfach an. Und dann muss man das ganze Dreieck wieder auf den Kopf malen. Das heißt, die Spitze zeigt dann hier nach unten. Das heißt, man macht sich denn hier oben wieder einen Strich und geht dann runter mit der Spitze. So. Und dann sieht das Muster so aus. Immer abwechselnd. Und das macht man jetzt einmal rundherum. Dann macht man wieder das Dreieck mit der Spitze wieder nach oben zeigt. So. Und dann geht man wieder weiter und muss hier oben wieder arbeiten. So, dann kommt man wieder mit der Spitze nach unten hier wieder an. So, und dann ist man einmal drumherum mit den Dreiecken. Das gleiche macht man, das, was man jetzt hier gemacht hat, macht man hier oben einfach nochmal. Das heißt, man arbeitet jetzt genau umgekehrt. Hier ist ja sozusagen, zeigt die Spitze einmal so und das arbeitet man jetzt hier oben direkt gleich umgekehrt weiter. Hier zeigt dann gleich die Spitze nach unten. Das zeige ich jetzt einmal. So, wir fangen genau so an. Und dann geht es wieder einmal direkt rundherum, dass man sich wieder die Dreiecke schön aufmalt. Immer hoch und runter die Dreiecke, dass sie immer so ein bisschen unterschiedlich sind. Und die malt man sich dann einmal so schön rumherum, so dass man einmal schön rundherum ist, so dass man wieder ankommt. Ja, dann ist man hiermit schon fertig. So, und dann müssen wir einfach noch hier oben weiterarbeiten. Und hier oben habe ich es so ein bisschen spitz ausgeschnitten. Und das zeige ich jetzt mal, wie das geht. Und zwar von hier oben einfach habe ich einfach immer auch wie ein Dreieck gearbeitet. Einfach so ein Spitz. So, zack, so eine Spitze gemalt. Und das macht man sich einfach einmal so drumrum. So, einmal schön drumrum. Dass man so eine Spitze hat. So, einmal schön um die Dose rum. Malt man sich einfach mal so eine Spitzen auf. So dass man einmal schön drumrum kommt. Und dann ist man einmal schön drumrum um seine Dose. Ja, und dann ist alles bereit zum Ausschneiden. Dann muss jetzt einfach alles ausgeschnitten werden. Ich würde dir empfehlen, dass du als erstes die Dreiecke anfängst auszuschneiden. Ja, du nimmst jetzt deine kleine spitze Schere, das könnte jetzt auch ein bisschen schwer sein, und einfach anfangen, die ganzen Dreiecke rauszuschneiden. So, immer schön ansetzen und rein. So, ja, so, und dann nimmt man einfach das nächste Dreieck und los geht's. Und wieder ausschneiden. Schon ist das nächste Dreieck ausgeschnitten. Und wieder ausgeschnitten. Und das macht man jetzt
bis man alle Dreiecke schön raus hat aus der Dose. So, schön schneiden und alles schön rausschneiden. So, dann ist man schon fast einmal drumherum. So, noch eins. Das Dreieck raus. Und das gleiche macht man jetzt schon mal mit den oberen Dreiecken. Fertig. So. Und dann arbeiten wir einfach mal an der Tür. Und die Tür ist sozusagen von einer Seite zum Öffnen. Das heißt, dass wir sie auch nur so halb aufschneiden, dass wir sie so halb öffnen können. Das heißt, wir setzen hier unten an und schneiden einmal so den Halbbogen auf. So, dann stopp. Und dann muss sie hier unten aufgeschnitten werden, damit wir sie öffnen können. Dann müssen wir die Schere wieder ansetzen und hier unten unsere Tür aufschneiden. Und schon haben wir eine Tür, die offen ist. Und das gleiche machen wir hier oben dann genauso. Aber bevor wir jetzt diese Tür aufschneiden, schneiden wir als allererstes jetzt mal hier an dieser Linie alles auf und ab. Dann haben wir nämlich schon die erste Hälfte unserer Dose fertig. Wir setzen am besten eine Tür direkt an und schneiden einmal um die Linie herum. So. Einmal schön immer der Linie folgend abschneiden. So, immer schön abschneiden. So, dann sind wir einmal drumherum. So, jetzt haben wir schon den unteren Teil unserer Dose fertig und arbeiten uns jetzt hier an dem Teil weiter. Und zwar arbeiten wir jetzt an der Tür weiter. Wir setzen also wieder an und schneiden schön unsere Tür auf. Hier halber Bogen. So. Und stopp. Und hier ist unsere zweite Tür auf. So, jetzt müssen wir hier an dieser Linie weiterarbeiten, wieder unsere Schere nehmen, einpieken und um die Linie herum schneiden. So, dass wir die Etagen voneinander wieder trennen. So, dann einfach hier schön rundherum schneiden. So, und schon ist die zweite Etage fertig. So, für den oberen Teil nehmen wir uns mal die Bastelschere, da haben wir ein bisschen mehr Kraft. Da müssen wir jetzt einfach unsere Dreiecke aufschneiden. Einfach ansetzen und aufschneiden. So, einfach schön abschneiden, so dass wir die Spitzen haben. So, wieder ansetzen. Und schön schneiden. So. So. Wieder schön abschneiden. Und weiter schneiden. So. Und abschneiden. So. Und weiter geht's. Wieder schön schneiden. So. Und schön abschneiden wieder. So mal schön spitz kommen, damit man die wirklich auch wirklich schön abkriegt. So. So. Schön abschneiden. So. Nochmal. Schön nehmen und schön schneiden. So, dass es fast wie so eine kleine Krone aussieht. Ansetzen und schwupps, einmal schön rundherum. So, dann ist der obere Teil nämlich auch schon fertig. So, mir ist jetzt ein bisschen hier was abgefallen an Papier. Ich muss das jetzt erstmal schnell ein bisschen ankleben. So, einfach Kleber nehmen und schnell ankleben. Hier fehlt mir auch noch eine Spitze. Einfach mal schnell wieder rankleben.
So, und hier fehlt mir noch eine Spitze. Einfach wieder Kleber nehmen und rankleben. Und hier auch nochmal. Und einfach wieder festkleben. Das ist ja alles immer kein Problem. Kann man alles wieder schön rankleben. Ja, dann haben wir sozusagen schon mal die drei Teile fertig. Aber bevor wir jetzt den Turm miteinander verbinden, müssen wir noch die ganzen Dreiecke wieder zukleben mit unserem Butterbrotpapier. Das heißt, wir nehmen unser Butterbrotpapier und müssen jetzt alle Lücken jetzt hier wieder zukleben. Ja? Wir müssen uns wieder so ein Stück nehmen, einfach ein bisschen abmessen und gucken, wie viel wir so brauchen an Papier. Abschneiden. So, einfach abschneiden. So. Und dann müssen wir mal gucken, wie es so ranpasst. Ja, kann man sogar noch ein Stückchen, sich noch ein bisschen mehr abschneiden. Muss man aber einfach mal messen und individuell gucken, wie es am besten passt. Und dann hat man nämlich auch die richtige Größe. So. Dann nimmt man einfach wieder Kleber und macht hier überall Kleber rauf. Natürlich nicht mehr auf unsere Tür, aber überall dort, wo wir wieder alles zukleben wollen. Also wieder schön den Kleber nehmen und überall schön Kleber rauf machen. So. So. Dann einfach unser Papier nehmen und einfach schön aufdrücken. Und einfach rundherum schön festkleben. So, schön gucken, dass es schön passt. Schön andrücken. Und alles, was zu viel ist, einfach wieder abschneiden. So. So, wenn ich auch noch ein bisschen zu viel hat, kein Problem. Einfach abschneiden. Hier oben ist auch ein bisschen zu viel, ist ja kein Ding. Zack, zack, zack. Zack, ist alles abgeschnitten. So, und dann ist schon wieder alles schön zugeklebt. Genau das gleiche machen wir jetzt nochmal hiermit. Auch nochmal genauso. Müssen wir auch nochmal alles schön umkleben. Nehmen wir uns wieder ein Stück, was gut passt. Und kleben das genauso wieder zu. So, das heißt, wir machen hier auch wieder Kleber überall rauf. So wie wir es eben schon mal gemacht haben. Dann einfach wieder bekleben. So, einfach zack und schwupps, Kleber drauf machen. So, dann wieder das Papier nehmen, einfach schön ansetzen. So, und einfach wieder schön folgen, schön randrücken. Einfach schön randrücken. Und alles, was wieder zu viel ist, einfach wieder abschneiden. Das ist kein Problem. So, abschneiden. Und alles, was hier oben zu viel ist, einfach abschneiden. Das ist alles kein Problem. So, und das hat man auch schon den zweiten Teil schön beklebt. Ja. So, dann würde ich empfehlen, bevor alle Teile zusammengeklebt werden, sie einfach erstmal bunt zu gestalten. Ja? Sich ein schönes Muster aussuchen, egal was man möchte, einfach schön gestalten. So, und dann nehmen wir, wenn alles fertig ist, dann fängst du hier unten an, das ist ja der untere Teil, und du nimmst dir einen Deckel und machst ihn hier auf deine Dose. So. Und damit er auch wirklich, wirklich gut hält, brauchen wir nämlich jetzt Tesafilm und müssen diesen Deckel schön festkleben. Einfach immer so ein Stück Tesafilm nehmen und einfach die Dose einfach schön festhalten, so schön. Und dann muss die einfach unten einmal schön festgeklebt werden, damit der Deckel nicht mehr aufgeht. So. Dann wieder Tesafilm nehmen. Immer so
dass es hier schön festklebt, damit der Deckel nicht mehr aufspringt. So, wieder ein Stück Tesafilm nehmen und Stück für Stück einfach die Dose schön fest mit dem Deckel verbinden. So, dann ist das schon mal zu. Ist sozusagen schon mal die erste Etage fertig. So, dann nimmt man einfach das mittlere Stück und setzt es genau da an, dass Tür und Tür übereinander liegen. Und das muss miteinander jetzt genauso verbunden werden. Jetzt nimmst du wieder Tesafilm und verbindest diese beiden Etagen miteinander. Also wieder Tesafilm genommen, Stück für Stück. Und jetzt wird der obere Teil verbunden mit dem unteren Teil. Einfach schön Tesafilm nehmen und einfach schön festkleben. So. Jetzt genau immer das obere miteinander verbinden, ja? So, dass jetzt immer die oberen Seiten miteinander verbunden sind. So, dann wieder festhalten. Tesafilm nehmen und schön miteinander verbinden. So, dann ist man einmal so schön rum. So. Und dann nimmt man sich wieder einen Deckel und macht hier oben die Etage dicht. Und dann nimmt man Tesafilm und klebt wieder alles schön fest. Einfach wieder schön nehmen und den unteren Teil der Dose mit dem Deckel wieder schön verbinden. So, so dass man einmal wieder schön drumherum ist. Damit alles schön miteinander fest verbunden ist. Ist es schon auch miteinander verbunden. Und dann kommt einfach noch die Krone jetzt drauf. So, und bevor wir die Krone raufsetzen, nehmen wir jetzt hier die Spitzen und beulen die so ein bisschen rund, damit die so schön, man kann es hier richtig schön gut beulen. So. So. Und so. Und so. Das sieht nämlich richtig schön aus. Und hier. So und so und so. Und dann sieht es nämlich so richtig cool aus. Und dann setzt man das Ganze hier nochmal rauf. Genau. Und das kann man auch nochmal miteinander verbinden. So, und das nimmt man jetzt und verbindet das auch nochmal miteinander. So schön festhalten und dann richtig gut miteinander verbinden. So. So. Ja. Und dann ist es alles schön miteinander verbunden. Ja. Und ich glaube, es reicht sogar, wenn man zwei Deckel hat. Also mit zwei Deckeln schafft man das auch ganz gut zu machen. Ja, und dann ist es alles fertig. Und dann können die ganzen Lichter, die man hat, die können dann alle reingesetzt werden in den Turm. Und dann ist der Turm beleuchtbar. Und dann gerade mit so elektrischen Teelichtern, dann flackert das alles richtig schön. Ja, dann sind wir jetzt erstmal soweit fertig. Und ich hoffe, du hast jetzt Lust auf deinen eigenen beleuchteten Turm. Und ich bin gespannt, wie du das jetzt eigentlich machst, was du für ein Muster machst. Weil schick uns doch dann einfach deinen beleuchteten Turm zu. Denn mein Turm und ich würden uns total auf deinen Turm freuen. Schick uns doch bitte deinen schönen Turm unter dieser hier eingeblendeten E-Mail-Adresse vorbei. Denn alle Türme, die hier bei uns ankommen, machen natürlich mit in unserem neuen Video und alle zusammen leuchten dann richtig gut. Darauf würden wir uns total freuen. Ja, wenn du einfach noch eine Lust bekommen hast, mit mir zu basteln, dann geh doch vielleicht mal auf meine Playlist Geschenkboxen oder abonniere doch einfach meinen Kanal. Dann hast du immer die aktuellsten News. Ansonsten würde ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben freuen. Okay, bis dann, mach's gut, ciao.